sucht wirklich nach Stellen, wo ihr arbeiten könnt. Ja? Und wenn, mach irgendwas gegen mich. Mach irgendwas weiter. Weiter. Seht ihr, für mich ist das ein lächerliches Ding. Jetzt habe ich sogar mein Knie. Aber jetzt weiß ich mir zwei. Und da hat er noch den Finger sogar reingesetzt. Ne? Und seht ihr, wo ich jetzt bin? Jetzt hat er mich aber nicht angegriffen. Sag ich, verdammte Scheiße. Aber angenommen, er kommt ja mit. Huh, und jetzt kommt der nächste Fehler. Er hat mich angegriffen, hier am Boden. Ich hab ihn wieder. Ich hab jetzt seine Kapuze, geil. Vielleicht kommt jetzt mein Freund und macht ihn platt. Also das heißt, noch wo er hier ist, soll er sich nicht auf mich wälzen, sondern aufstehen. Weil ich schaffe es hier nicht. Mit dieser Hand, Becken runter, gerade aufrecht, und dann bist du oben. Wir üben nicht umsonst gerade aufzustehen. Keiner von euch würde Kreuzheben aus dem Rücken machen. Aber das Becken beugt sich ab, runter, Körper ist gerade und er steht auf. Wie zum Teufel soll ich mich jetzt hier halten? Jetzt ist er oben. Jetzt kommt irgendwas hier vielleicht, oder er kann treten oder abhauen. Wenn jetzt mein Freund kommt, ist er in einer ganz anderen Lage. Das heißt, auf mich rauf. Wenn ich hier irgendwo bin und der greift mich an, ich kann nicht mehr Hände weggeben, ich bin im Eimer jetzt. Ja, die Hände, oh Mann. Die Hände nehmen nicht. Kann ich da beißen? Wenn das alles nicht geht, ja, das ist ein Babysau. Und ihr seht, ich bin gerade hoch. Darauf muss ich achten, damit ich mich halte. Und dann weg oder rauf, je nachdem, was ich denke. Also nochmal, ich bin hier. Ich mache ja nur wenig jetzt, aber ich komme ohne Probleme immer weiter durch. So lange, wie er mich hochdrückt, ist es für mich geil. Weil er stabilisiert mich sogar. Wie Superman. Drück mich mal hoch. Drück mich mal nicht hoch. Jetzt brauche ich ja einen Arm. Ja? Das heißt, was er macht, er muss mich aus dem Gleichgewicht bringen und dann sagen, guck mal hier, weiß nicht so. Das ist gut, seht ihr, jetzt habe ich aufgehört, kurz. Der hat aber nicht viel Zeit. Jetzt drückst du mich schon wieder weg, merkst du, da geh ich durch, kriegst du wieder deine Geknallt. Kriegst ohne Pause deine Geknallt. Zieh mich hoch, dann mit. Das ist richtig und doch. Das ist richtig, siehst du hier. Wenn er das nicht macht, ich kann wieder runter, bis zu diesem Moment. Hier hat er mich gebissen, da hau ich ab. Wenn er das nicht macht, warum soll ich ihn nicht festhalten? Beiß mir den Bauch. Oh, dann habe ich plötzlich gar keinen Bock. Jetzt kann er aufstehen, siehst du, ist perfekt. Das Ego. Wieder hier runter. Das Ego sagt, ja, jetzt mach ich platten. Und dann kommt er direkt hierher. Ja, er ist schon rausgekommen, weil ich sehe euch alle nicht aufstehen. Ja, weil er sagt, jetzt bin ich dran, jetzt mach ich fertig. Dann kommt er wieder her und dann habe ich ihn doch. Dann kommt mein Freund und er hat keine Übersicht. Wenn er hier ist, aufstehen. Wow, dann agieren, ja, so wie wir es immer mal drauf und so weiter. Aber das ist eine andere Kiste jetzt.